Eggert-Spiele und die Taktik packt dich. Ich habe mir jetzt Peter Eggert von Eggert-Spiele gepackt und er wird mir kurz ein paar Fragen beantworten. Peter, welche Spieleneuheiten hast du denn den Spielern mitgebracht nach Essen? Jetzt nach Essen haben wir diesmal zum ersten Mal drei große Neuheiten mitgebracht. Das ist das neue My Village, wo jeder sein eigenes Dorf baut. Da haben wir das Mombasa, was wir über 4,5 Jahre entwickelt haben. Und da haben wir noch das Porta Nigra, was wir von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling bekommen haben. Und die stellen wir hier alle vor. Und wie zufrieden bist du denn mit dem Jahr 2015? Und da sind wir sehr zufrieden und das wird scheinbar noch viel besser, weil wir sehr tolle Gespräche mit Partnern über die ganze Welt verteilt geführt haben. Super. Und was habt ihr euch für das kommende Jahr vorgenommen? Da wollen wir auch wieder ein paar neue tolle Spiele machen, die wir hier schon ausprobiert haben und vorgestellt haben, auch den Partnern, weil die noch in der Entwicklung sind. Aber da wird es in Nürnberg eher so ein einfaches Familienspiel geben und zu Essen wird es wieder ein richtiges Kennerspiel geben. Und dann müssen wir gucken, was noch so dazu kommt. Super. Und was bedeutet denn die Spiel hier für Eggert-Spiele und auch für die ganze Spielebranche? Auch für mich ist das halt ganz toll, weil ich bin jetzt zum 20. Mal hier. Und da hatten wir einen 10 Quadratmeter Stand mit einem Spieltisch und ich habe die Leute immer vom Gang angesprochen, damit überhaupt jemand zum Spielen kommt. Und heute rennen sie uns hier die Bude ein, sodass der Stand von 7:30 bis 7:30 immer besetzt ist. Und das ist halt schon ganz toll, weil man auch das direkte Feedback kriegt von den Spielern. Und wenn ich immer sehe, dass sie hier spielen und auch gleich die Spiele kaufen, dann haben die scheinbar überzeugt. Und da hier so viele Aussteller sind und das von Jahr zu Jahr mehr werden, denke ich auch für die ganze Spielebranche ist das halt extrem wichtig. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg und vielen Dank fürs Interview. Ja, danke. Bis dann. Tschüss. Danke.